Hallo und herzlich willkommen hier auf juwelda.de. Das ist wieder so ein Video, in dem wir euch das Niveau der Abi-Prüfung im Pflichtteil gerade im Bereich Baden-Württemberg näher bringen wollen und euch die Angst nehmen wollen. Es geht wieder um die grafische Funktionsverständnisse. Wir haben also hier einen Graphen der Funktion f von x und wir sollen hier nun Aussagen machen über Groß f von x, also über die Stammfunktion von dieser blauen Funktion. Das ist im Prinzip das gleiche, als ob wir hier f' hätten und ihr sollt über f was aussagen, alles nur halt um eine Ebene verschoben. Das heißt, wenn wir jetzt was über Extremstellen aussagen sollen von f von x, dann müssen wir uns f kleiner f von x anschauen und gucken, wo haben wir Nullstellen mit Vorzeichenwechsel. Nun, Nullstellen mit Vorzeichenwechsel haben wir genau hier. Und hier, das heißt, Extremstellen sind auch nur bei x gleich minus 1 und x gleich 2 zu erwarten. Also, Extremstellen bei x gleich minus 1 und x gleich 2. Wendestellen, unser zweiter Punkt, das ist wie bei f und f, also das ist hier f' und wir wollten das von f aussagen, genauso bei f und groß f' x. Wir suchen Extremstellen in der Ableitung, also in der Ableitung von groß f, also in der Funktion f. Wir haben hier nur eine Extremstelle, dieser Tiefpunkt hier unten, und da, bei diesem x-Wert, hat unsere Stammfunktion eine Wendestelle. Also haben wir eine Wendestelle bei x gleich 0. Weitere Wendestellen haben wir im Bereich von minus 2 bis 7 nicht zu erwarten, denn wir haben keine Extrempunkte sonst noch vorhanden. Schauen wir uns die letzten Aufgabenteile hier an, von der ersten Aufgabe, Nullstellen beurteilen. Nun, eine Stammfunktion, wir haben eine beliebige Stammfunktion, wir können da also auch einen beliebigen Skalar hinten dran addieren, eine beliebige Zahl. Also, wenn ich wirklich eine Nullstelle hätte, verschiebe ich das einfach so weit, wie es die Nullstelle nicht mehr da ist. Ich verschiebe es einfach nach oben. Das heißt, ich kann über Nullstellen einfach nichts aussagen in diesem Moment. Da wir eine Stammfunktion beliebig in y-Richtung verschieben können, und hätte ich einfach hier eine Nullstelle, sage ich, naja, dann mache ich plus 5, und dann geht alles ein bisschen höher und schon ist alles verschoben. Kommen wir zum allerletzten Teil. Wir sollen beurteilen, ob groß f von 6 minus groß f von 2 größer ist als 1. Das sieht es im ersten Moment komisch aus. Wie soll ich das beurteilen? Ich kann hier ja eigentlich nur f von x ablesen, also klein f von x. Ich soll aber über die Funktionswerte von groß f etwas aussagen. Nun, das hier kann ich auch anders schreiben. Und zwar diese Schreibweise hier. F von x ausgewertet an den Stellen 6 und 2. Obere Grenze minus untere Grenze. Und ihr wisst, das ist nichts anderes als das Integral. Also das Integral von 2 bis 6 von der Ableitung dieser Funktion hier, na, die kennen wir ja, das ist nicht klein f dx. Und das Ganze soll größer sein als 1. Nun ist das wirklich größer als 1. Jetzt geht es darum, dass wir die Aufgabe hier anschauen. Wir haben hier eine Fläche, es geht von 2 bis zu 6. Wir wollen also diese Fläche hier anschauen. Und nun müssen wir entscheiden, ist das wirklich größer als 1, ist das nicht größer als 1. Nun, 2 bis 6, das ist die Breite 4. Und wir haben die Höhe von ca. 1. Also diese Höhe hier ist ca. 1. Die Breite hier ist 4. Wir können das auf jeden Fall, wir wissen, das ist auf jeden Fall größer als das Dreieck, das ich hier bilde, und die Dreiecksfläche, Fläche vom Dreieck, also A vom Dreieck, wäre in dem Fall ja 1/2 mal 4 mal 1, wäre also 2. Und die Fläche hier oder der Funktion ist nochmal größer. Das heißt, wir wissen sogar, dass es größer als 2 ist, somit stimmt natürlich diese Aussage. Somit haben wir die Aufgabe erfolgreich abgearbeitet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaut wieder mal bei uns rein. www.juwelda.de. Abonniert uns auf YouTube, unterstützt uns, wo es nur geht, und
uns gewogen.